Ja, jetzt grüßt euch doch erstmal selbst und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quarzgeometrie mit der lieben Eisli. Hallihallo! Ja, und in der letzten Folge haben wir herausgefunden, wie ihr vielleicht gesehen habt, dass man durch dieses Glas, durch so ein Glas-Item, gedropptes Item, durch das schwarze Glas gucken kann, als ob da keins wäre. Und wir versuchen jetzt endlich mal so was zu finden. Ja, das müssen wir irgendwie herausfinden. Wir haben aber auch herausgefunden, dass wir ein bisschen cheaten könnten, theoretisch. Aber es wird wahrscheinlich schwer. Das 3 von 5 muss doch auch irgendwas zu heißen haben. Stimmt. Ah. Ich versuche mal, ich gehe jetzt hier nochmal die ganzen alten Wegen durch. In der Hoffnung. Ja, ich versuche auch gerade noch irgendwas zu finden, was uns weiterhelfen könnte. Oh, seitdem wir diese Map gespielt haben, habe ich, man soll ja diese Bewegung vom Charakter ja ausmachen. Mhm. Seitdem habe ich das aus und irgendwie finde ich das eigentlich voll angenehm. Irgendwie finde ich das ganz cool fast. Ich gehe einfach nochmal eine Runde weiter. Oh, lol. Ach so. Oh Mann. Das ist so. Kann man das irgendwie. Bist du gerade beim Teleporter-Labyrinth? Achso, okay, gut. Nee, wenn du da. Ich hatte gerade die Idee, ob. Weil die Items sind ja in so einem Bilderrahmen, dass man vielleicht die genau gleich anordnen muss, dass die vielleicht unterschiedlich angeordnet sind, aber ich glaube nicht, dass sie das sind. Nee, wäre ein bisschen zu einfach, würde ich fast sagen, glaube ich. Ich gehe jetzt nochmal nach. Vielleicht ist es ja wirklich so. Hä? Ach so, nee, die kannst du nicht ändern. Okay. Ah, das war der falsche Weg. Nee, das war der richtige Weg. Oh, ich bin gerade. Ich weiß nicht mehr so. Ich versuche verzweifelt die Dings zu suchen. Wir hatten doch am Anfang die Spitzhacke und so. Die finden wir jetzt gar nicht mehr. Ja. Nein. Mann, ich will diese. Namen da abmachen, verdammt. Dann wäre alles so einfach. War vielleicht bei Blau irgendwo ein Altar? Ich überlege gerade bei Blau. Ob da irgendwo. Ich glaube, da war keiner, gell? Ja. Hä? Ist irgendwas passiert? Ich bin gerade in den Kistenteleporterraum geportet worden. In dem was? Ich habe gerade diesen Knopf. In den Kistenteleporterraum bin ich geportet worden. Von Blau aus. Okay. Ich hoffe, das hat nichts mit mir zu tun gehabt, weil ich habe gerade einen Knopf gedrückt. Da bei dem Schieberätsel habe ich Knopf gedrückt. Deswegen. Vielleicht ist ja jetzt in irgendeiner Kiste was drin. Oh, hier muss doch noch irgendwas versteckt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon überall drin waren. Ich auch nicht wirklich. Aber ich finde es mittlerweile richtig einfach, hier die 3 von 5 zu finden. Ach Gott, ich gehe doch mal zu Blau. Weil das kann ja nicht sein, damit ich von Blau auf einmal bei Rot bin. Das stimmt. Habt ihr das gerade gesehen? Mhm. Da ist irgendwie mein Inventar, also meine Pickaxe, von dem zweiten Slot auf den ersten Slot gewandert auf einmal. Oh nein. Aber ich glaube, bei Blau war kein Altar. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, einen gefunden zu haben. Oh. Ganz vorsichtig. Ich will nicht weggeportet werden, da wo ich gerade bin. Nein, da will ich hin. Nein, ich wurde geportet, oder? Yep. Bei 3 von 5 bin ich. Oh Mann, was ist das denn?
Ich, also lang. Wir müssen. Könnte heulen. Bestimmt irgendwer findet von uns bestimmt jetzt nochmal in den nächsten 20, 30 Minuten irgendwie durch Zufall irgendwie was. Nein. Verdammt. Boah, ey, meine Maus, die regt mich ein bisschen auf. Wo bist du gerade? Bei Blau, oder? Mhm, bei Blau wieder in dem Irrgarten. Ja, ich. Und jetzt bin ich teleportiert worden. Von Blau in Grün rein. Okay. Geht eigentlich, wenn man nochmal so einen Knopf drückt. Oh. Ja, das, da waren wir ja schon überall in Blau. Blau ist, glaube ich, fertig, aber. Ja. Sonst wäre er oben nicht aufgegangen. Da haben wir ja auch die andere Pickaxe bekommen. Ha. Gelb, was war gelb? Gelb war. Das mit der Blindness. Mhm. Grün war. Grün war was? Der Teleporterraum, oder? Oder war das gelb? Ah, nee, grün war der Raum, wo wir eben erst aufmachen konnten. Stimmt. Wie könnte man das bekommen? Mit allen Räumen. Ich verstehe das nicht. Warum haben wir... Den Fisch haben wir auch irgendwo gefunden. Blindness haben wir gefunden und die Pickaxe haben wir gefunden. Ja. Wir müssen die anderen Räume doch auch irgendwie wiederfinden können. Die finden wir bestimmt erst, wenn wir die nächste Pickaxe haben oder so. Entweder das oder wir haben... Das kann doch nicht sein, damit wir die Räume verloren haben. Wir kamen ja vorher auch dahin, weißt du? Hast du vielleicht zufällig einen durchsichtigen Glasblock? Oh Mann. Ich finde das irgendwie... Nein, da gehe ich nicht lang. Das finde ich aber auch gerade voll faszinierend, dass das irgendwie so... dass man dann so durchgucken kann, weil das muss man ja auch erstmal wissen. Also, ich wusste das nicht. Ah. Weil doch wieder an Anfang. Nein, ich bin am Anfang. Warte, dann komme ich auch kurz zum Anfang. Hi. Hi. Oh. Leute, helft uns. Nein, uns. Ich kann auch nicht mal mehr sprechen. Was passiert eigentlich, wenn man. Ja, nichts. Ich war aber gerade bei. Gelb? War ich bei Gelb? Ey. Komm mal zu Gelb ganz hoch. Okay. Uah. Rechts oder links lang? Ach so, da ist die Pickaxe. Rechts. Warte. Also ist egal. Und dann, da ist die Pickaxe. Stimmt. Also, den Fisch haben wir, die Pickaxe haben wir und... Vielleicht kann man... Die sind... Da kommen wir zurück. Versuch, mach mal mit Redstone Rechtsklick drauf. Ja. Chest ist verschlossen. Oh, ich war. Oh Mann. Aber was bringt dieser Altar, weißt du? Hier ist ein Altar. Wo man Eile bekommt. Ja, und dann laufen wir den Gang lang, den einzigsten, den wir langkommen können. Und da sind wir dann wieder am Anfang. Warte, schnell, Tobi. Ich hab eine Idee, los. Jetzt back nicht herum. Schnell. Ah, schade. Dass man mit der Haste irgendwas anfangen soll. Ja, ich hab so überlegt, dass man vielleicht damit das Obsidian dann abbauen kann. Ja, heute ist mal wieder sehr viel am Verzweifeln da. Wir haben zwar jetzt... Ja, wir wissen gerade gar nicht mehr weiter. Ich glaube, wir sollten uns mal den Hit angucken. Okay. Dann würde ich einfach sagen, dass wir hier kurz eine Pause machen vielleicht. Dann gucken wir uns kurz den Hint an und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ja, bis gleich. Ciao. Ja, ciao. Ja, da sind wir wieder und jetzt haben wir uns einen kleinen Hint geholt.
damit wir ein bisschen weiterkommen. Wir haben nämlich jetzt gesehen, dass wir mit dem Effekt hier, mit dem Nausea-Effekt, zu diesem Indicator bei grün kommen müssen. Jetzt müssen wir ganz schnell zurückkommen. Ich hoffe, Isaiah hat den Durchblick. Nee, nicht wirklich. Doch, doch, aber das ist, glaube ich, richtig. Mist. Ich hab den Durchblick. Ja, genau. Okay, ganz schnell zu grün. Grün. Oh nein, bei mir backt's. Bei mir auch, aber das kriegen wir hin. Oh, ich will nicht springen. So, ich muss links lang, oder? Bei grün musst du, ja. Ist egal, welche Richtung du gehst. Ich hab's, super. Wir haben eine Spitzhacke gekriegt. Genau, ach, du hast auch eine bekommen? Ja. Nice. Das ist die jetzt für Stein? Ja, für Stein. Und jetzt können wir hier weiter. Oh, oh, jetzt können wir voll viel öffnen. Oh, hier, guck mal, Redstone. Oh, oh, oh. Oh. Okay. Okay, was hat es uns jetzt gebracht? Ich weiß nur, dass wir noch bestimmt viel vor uns haben. Dann weißt du, wo wir jetzt sind. Aber wir können jetzt überall zum Easter Egg, wir können überall die Dinger aufmachen. Oh, guck mal, hier ist gleich das nächste. Und hier auch. Ist hier weit? Oh, jetzt. Hier ist TNT. Und warte mal. Magst du drücken? Ja, warte. Da hat's Boom gemacht. Und da müssen wir noch das letzte. Nee. Ja, aber wie kommen wir durch die Glasscheibe? Nee, ich glaube, wir haben ja eigentlich. Wir haben keinen Redstone mehr. Das hast du ja jetzt gerade alles abgegeben, oder? Nee, eins habe ich nur abgegeben. Aber. Oh, Eis. Das ist bestimmt. Wie kommen wir da hin? Nein, das ist da, wo wir waren, wo ich das erste Mal hin bin. Das soll wahrscheinlich das widerspiegeln. Das soll das TNT sein. Das ist das. Ach so. Ach, ist ja geil. Und da müssen wir dann hin. Aber jetzt ja, will ich erst nochmal hier nach. Da? Nach da. Okay. Gott, oh, wir können jetzt. Oh, da ist. Ja, okay, ja, dann gehen wir gleich dahin zu Rot. Ja, war genau. Das. Oh. Jetzt dürfen wir aber den Überblick nicht mehr verlieren. Ach, verdammt. Mm. Nein. Nicht ohne mich. Ich back mal herum. Oh. Ich meinte eigentlich am Ende des Ganges hier zu diesem. Ja, Raum. Du hast recht. Hier ist es, aber ich warte auf dich. Okay, warte. Zack. Nee, das war falsch. Zack. Dann, zack, rechts. Dann zwei rechts. Dann wieder zu. Nein. So? Hä? Ich finde den Weg, glaube ich, nicht mehr. Zack. Zack. Soll ich dir sagen? Oh Mann, jetzt habe ich den, glaube ich. Nein. Verdammt, ich geh mal da, wo du hochgesprungen bist. Und guck nach geradeaus. Rechts von dir müsste der Teleporter sein. Warte. Hä, ich hab den doch letztens noch so gefunden. Warte. Ich gehe jetzt hier rein. So, dann muss man rechts, dann zwei rechts. Hä? Ich glaube, ich gerade die ganze Zeit im Kreis. Ich krieg's hin, warte, Eisley. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Doch, jetzt hier ist er. Genau. So. Hey, da, guck, kaputt. Boah, guck mal, boah. Idea, und die ist verschlossen wahrscheinlich, ja? Ja, Diamantchest ist verschlossen, aber langsam nimmt das alles. Aber wir können jetzt halt ganz viel noch kaputt machen, komm. Okay, zack. Stimmt, jetzt haben wir noch, wir haben jetzt, oh ja. Ich glaube, jetzt sind wir wieder am Anfang. Nee, oder? Ja, nee, wir sind nicht. Beim Kugelfisch. Ach Mensch, da wo wir die ganze Zeit den Weg nicht hingefunden haben eben gerade. Weil wir haben. Hier ganz links können wir jetzt was kaputt machen. Ja. Bestimmt wieder ein Rätsel. Ja. Wo wir runterfallen können. Da-da-da-dam. Ah, was ist das denn? Oh, Vergiftung. Ernsthaft. Aber wir müssen doch bestimmt mit den ganzen Vergiftungen und so müssen wir auch zu grün und sowas, oder? Ja, denke ich auch. Oh, hier ist 2 von 5. 2 von 5? Wir hatten doch schon 5000 mal 2. Ich hab das schon mit One gemacht, gell? Ich auch. Hier ist eine Sackgasse, aber mal dagegen laufen. Ah, ja. Du bist weg. Hier ist noch ein Raum.
Oh, ja, ja. Schnell mit der Vergiftung drauf. Dir, dir! Komm, wir müssen zur Chess zurück. Schnell! Warte, stopp. Wollen wir das nicht auf die nächste Folge aufheben, so ganz böse? Aber ich will doch. So, miese Cliffhanger. Komm, lass noch zur Kiste hingehen und dann machen wir Stopp. Ja, aber das ist nicht nur ein Cliffhanger für die Zuschauer, sondern auch ein Cliffhanger für mich. Nee, lass dann noch eine aufnehmen, da bin ich jetzt ganz heiß drauf. Oh, wir freuen uns. Also noch nicht anklicken, okay? Ja, ja, ja. Da? Hier. Da, okay. Und wir haben den Dia, wo wir wieder da hinlegen können, wo dann runterkommt. Stimmt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt mal ganz fies und hören hier auf. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz diesen langen Herumirren. Aber jetzt am Schluss, jetzt haben wir ja langsam so ein Schema. Ja, jetzt müssen wir sowieso, jetzt haben wir Aufgaben mit den ganzen Effekten auf den Altar. Und dann kriegen wir immer wieder Items. Das wird schon. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Oder Mittag, je nachdem, wann ihr es guckt. Oder Abend. Und naja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.